Mit der Digitalisierung, denke ich, gibt es ganz neue Möglichkeiten. Und sie kommen in größerer Geschwindigkeit neu daher. Und sie, auch die Breite, auf der man experimentieren kann, wird größer. Das eröffnet Chancen, um wesentlich mehr Leuten hier in unserer Schweiz die Möglichkeit zu eröffnen, dass sie etwas probieren können. Und weil das Chancen eröffnet und die Chancen mehr werden, werden auch die Pleiten mehr werden, ganz natürlich. Und damit werden sie salonfähiger werden. Und auf diesem Wege korrigiert sich dann die Kultur von einer risk-averse Kultur in eine etwas risikobereitere Kultur. Und wenn wir vorne mithalten wollen, damit wir beschäftigt bleiben und damit wir gesellschaftlich geordnet bleiben, dann müssen wir genau diese zusätzliche Risikobereitschaft kultivieren. Und das Instrument ist die Digitalisierung.